meine Güte. Puh, so ein schönes Spiel und doch so anstrengend. Aber es muss ja auch ein wenig schwierig sein und... Ja. Komm ich jetzt durch die Spinne durchgepaut. Also, tut der Spinne auch nichts, wenn ich da volle Kanne gegenfliege, ne? So, Moment, die Setzen-Taste, jawohl. Ich muss doch diese Level auch mal schaffen, ein wenig. Und Achtung, Wasser kommt. Okay, ein bisschen hätten wir auch Zeit gehabt. Und setzen. Naja, man hat ja nur 3 Leben. Da muss man doch ein wenig setzen. Kommt nicht Wasser. Natürlich ist das Timing ja auch natürlich ein wenig anders, dann, wenn das Wasser von woanders kommt. Pau! Pau! Ey, rückwärts wollte ich. Jetzt habe ich den und den abgeschossen. Habe ich... Nee, oben habe ich noch nicht zugemacht, ne? Also sprich, die Spinnen kommen hier überall hinher. Bin ich hier, glaube ich, fertig. Gut, aber egal. Ja, jetzt ist auch zu spät, Dickerchen. So. Jetzt haben wir nämlich noch ein Leben, mit dem wir auskommen müssen. Au. Und, jetzt sollten wir dezent da oben hin schießen können. An der Spinne hoffe ich vorbei, ansonsten habe ich die Spinne erwischt. Gut, müssen wir uns doch ein bisschen Feuerzeug holen. Und setz dich. Setz dich! Auch im Dunkeln kann man gut so sitzen, sitzen. Ja, ich weiß auch nicht. Misch heute wieder Wörter, das gibt's nicht. Jetzt kommen die Spinnen schon hier angewieselt. Gewieselt, gewuselt. Ja, es hat funktioniert. Wunderbar. Und jetzt könnt ihr kommen. Hallo! Ja. Ich hab euch auch lieb. Aber nur, wenn ihr da oben drauf eingezäunt seid. Hallo? Ich muss ja auch mal zu meiner Verteidigung sagen, die Taste zum Setzen ist unten, die für das Spurten ist oben und ja, ne? Ja, schon rechts und links die unter auseinanderhalten kann! Wieder unten und oben Schwierigkeiten vielleicht kriegen. Nein, gleich Spaß am Rande. So. Ah, Mami und rum. So, ich kann es bestimmt auch von unten aufbeulern. Ja, das geht auch. Geht ist durchaus möglich. Guck, da sind wir wieder und hab euch was mitgebracht. Schieße ich jetzt nur den einen oder den anderen auch nur ab. Okay, kommt ihr dran vorbei? Wunderbar. So, jetzt haben wir soweit alles geschafft. Bis auf eines. Jetzt müsste ich eigentlich das Licht ausmachen, damit ich... Oh, da sind noch mehr Spinnen. Hallo, Spinnis. Ich habe nur ein Leben, ne? Ah, jetzt hoffe ich, krieg's hin. So, die Taste zum Schießen. Hier fliegen wir lang und da sollte gleich eine Spinne auftauchen. Ich hoffe, da sind nicht mehr als diese eine. So, vielleicht kann man auch dezent da unten noch was holen. Ich weiß es nicht, aber ich werde es mal im Dunkeln versuchen. Und setzen. Und hoch und zack und setzen. Wir dürfen hier kein Risiko mehr eingehen, weil einmal getroffen bin ich tot. So. Dezent mal erwähnt. Weil ich wollte jetzt hier nicht unbewaffnet reinfliegen. Nicht, dass da nachher doch noch eine andere Spinne lauert. Boah, guckt ihr das an. 1, 2, 3, 4, 5 Schuss. Na super. Ja, wenn man es vorher weiß, ne? So weiß man eben vorher mehr. Und nicht nachher. So, und jetzt kann ich euch das nochmal demonstrieren. Ich kann nach unten und nach... Oder ich kann nach unten fliegen, ja, aber nicht schießen. Und das geht nur mit der Maus. Also ich habe auch schon versucht, die Schusstaste festzuhalten oder ähnliches. Dann nehmen wir eine andere Taste festhalten. Warte, was machst du? Du machst Select, du machst Start. Du machst Licht an aus. Vielleicht mit Licht an aus Taste. Ne? Auch nicht. Ja. Es gibt ja dezent ein paar Tasten. Nee. B wäre dazu auch noch frei, also um gezielt zu schießen. Vielleicht aber auch mit dem anderen Körper. Ja. Nee. So, Licht aus. Damit macht er schon mal so. Gut.
Jetzt sollte ich dezent irgendwie, aber wenn ich jetzt... Licht an. Turbo. Ich kann alles mit dem, aber... Lenken? Warte mal, jetzt mach ich mal... Na, unten war das. Ach, wie... Hä? Seit wann reagierst du auf analog? Willst du mich rollen? Das ist nicht digital, das ist analog, ne? Analog bin auch nicht nach unten wirklich. Ja gut, also ich denke mal, ich werde es bei der Maus belassen. Ich finde hier keine Möglichkeit wirklich, das schießtechnisch zu steuern irgendwie. Also mit digital wie analog Steuerkreuz ist da nicht viel zu machen und der rechte, der macht halt ja, Licht an, aus, sonst was, und der linke, wenn man den so drückt, auch. Aha, damit kann man auch schießen, toll. Also theoretisch ist es schon dafür ausgelegt, ich komme wahrscheinlich nicht damit zurecht. Weil ich bin ja schon etwas älter und ein Hase und tralala. Also ein alter Hase, um mich mal dezenter auszudrücken. So, jetzt haben wir hier 500.000 Schuss gekriegt. Und ich denke nicht umsonst. Sprich, ich werde jetzt einen Blick riskieren und ganz Pinion machen. Also wir werden jetzt dezent hier in das Netz reinfliegen. Und schauen, ob da Spinnen kommen. Ich höre hier irgendwas. Mit dem Steuerkreuz macht er zwar hier auch manchmal so. Kann ich hier bitte wieder Licht einschalten, um dass die Babys kommen? Ja, geht. Also, wie gesagt, ich spiele es ja auch blind. Ich höre ja auch irgendwas. Piranhas, okay. Übrigens, die Münzen sind ja auch teilweise Warnhinweise. Nein, Piranhas, die so umspringen, das ist ja wieder fies. Und da ist ein Herz, was sie bewachen. Oh, das kriege ich auch noch. So. Hui, es gibt ja wirklich fliegende Fische, ne? Hui. Und andere Fische, die so springen können. Da sind zwei Mücken und... Oh ja, doch, vom Timing geht das. Nochmal fliegende Fische. Jetzt sag nicht, ich muss da nachher, das ist eigentlich, wenn ich davon einen abschieße, bringt gar nichts, ne? Denke ich mal. Könnte mal versuchen. Und pow! Und ich springe immer noch zwei. Das meinte ich, es bringt wahrscheinlich gar nichts, weil immer wieder zwei spawnen werden. Noch mehr fliegende Fische. Hey, ich stehe drauf. Sie vermehren sich. 1, 2, 3. Und auf Wiedersehen. Also da muss man wirklich nur in die Kurve fliegen und dann... Ui, sollte da eigentlich nicht allzu viel passieren. Und was habe ich gesagt? Hier ist die Blume. So, schön haben wir das auch rausgefunden. Yam, 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 yam. Da komme ich doch locker dran vorbei, oder? So. Yam, 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 yam. Gab ja auch so ein Lied, ne? Jam, 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 jam. Die Moskiten können jetzt nicht drin werden. Und pow! Haha! Und bitte nicht zum Piranha. Obwohl, Piranha springt ja auch so irgendwie dezent, oder? Naja, es gibt mehrere springende, fliegende und sonstige Fische. Und viele Fische haben auch so eine Art Flügel, ne? Zum Schweben. Die segeln, glaube ich, oder? Hallo Spinnchen. Juhu, da sind wir wieder. Ja. Wollt ja nur mal gucken, was so los ist hier. Welche Gefahren wir nicht alle noch begegnen werden. Und ja. Jam, 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 jam. So, jetzt warten wir, bis er hier jam, 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 vorbei ist erstmal. Und jetzt kommt natürlich das Schwierige dazu, dass der Radius der Babys auch noch dazu kommt. Also sprich, wenn ich jetzt ein bisschen zu langsam bin. Jam, jam, jam. Dann kann es sein, dass er mir ein Baby wegfuttert oder so. Und rum, 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 rum. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Tschack, weil dadurch fliegen die Babys auch schneller hinter mir her. Komischerweise, die haben wohl auch einen Turbo-Boost. Ja, sollen sie haben. Warum auch nicht?
yum 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 yum. So, und? Ah, das war doof. Man muss auch mal doof sein. Dezent. So, hier hüpfen wieder drei rum. 1, 2, 3 und runter hier. Und durch da. Und jetzt weg hier. Und da ist unsere wunderschöne Blume. Und wir haben es geschafft. Juhu. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Päuschen, einen kleinen Break. Und danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in den nächsten Leveln wieder, die wahrscheinlich nicht einfacher werden. Nicht wirklich. Also dann, see you later.